Machst du noch einen Master? Rat mal, wenn ich um 8 Uhr in der Uni war. Nie. Und zwar Chicken, was habe ich da? Tomaten, Möhren, Champignons, Hummus und natürlich, as usual, Quinoa und Oliven. Hello! Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich esse gerade mein Dessert, und zwar Erdbeeren mit bisschen Schokolade. Diese Nukau Creamy Nasette Aufstrich. Hm. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen Uni-Work gemacht. Ich habe für Social Media Mails und so gemacht, dass... nimmt auch relativ viel Zeit und jetzt schaue ich gerade ein YouTube-Video und esse, wie gesagt. Und danach wird weiterhin Uni gemacht. Zwei meiner Profs, also eigentlich habe ich montags 9 Stunden Uni. Mit zwei meiner Profs sind nicht da. Den Rest teile ich mir mit Freundinnen auf und es passt mir eigentlich ganz gut in den Kram, weil ich muss einiges für die Uni schon machen. Und deswegen, also die anderen zwei Kurse, die werden aufgenommen. Das heißt, ich bleibe einfach zu Hause. Und heute Abend gehe ich auf eine Veranstaltung von den Luxemburger Studenten. Ja, willkommen zu einem neuen Study Vlog, Weekly Vlog. We're back in the game. Übrigens möchte ich mir. Oh Gott, meine Haare. Ich möchte wieder mehr meine Laptop-Brille tragen. Ich habe die das ganze Jahr, letztes Jahr, über halt nicht so viel getragen, weil ich die in Paris vergessen hatte und ich war ja die ganze Zeit in Luxemburg. Aber ich habe eine von Captain and Sandy, die habe ich mal durch eine Kooperation bekommen und ich mag die eigentlich sehr gerne. Also, ich finde, ich habe kein Brillengesicht, aber ich finde die echt okay. Also, an mir finde ich die eigentlich ganz cute. Ja, jetzt setze ich mich an Arbeit. Ich habe sofort nach dem Kochen, also ich habe noch nicht gegessen, aber das Essen ist im Ofen aufgeräumt und ein paar Sachen gemeal-prepped. Ich habe schon Nudeln gemacht, die... kann ich dann morgen kalt essen mit, wollte so eine Hummus-Falafelsoße machen. Dann habe ich hier noch die andere Hälfte, weil das war so eine riesige Süßkartoffel, geschnitten. Und die würde ich dann mit so Gemüse und Ei essen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, viel, viel mehr zu kochen. Beziehungsweise, wenn ich schon dabei bin zu kochen, einfach so 2 Portionen zu machen oder einfach, währenddem ich warte, einfach was anderes zu kochen, wisst ihr? Weil ich viel zu viel Geld für Essen ausgebe und das Essen hier im Supermarkt auch so, so teuer ist. Das ist wirklich, wirklich, also es ist schon so schlecht, Essen wegzuschmeißen, aber es ist einfach das zu teuer, um überhaupt irgendwas nur so ganz bisschen Essen wegzuschmeißen. Das sind so 4 Euro. Hallo, es ist 8:45, glaube ich. Und warte, ich muss Parfüm drauf machen. Hör ich mal hier ab. Es ist 8:45 abends. Ich habe heute schon ein bisschen was gemacht. War jetzt nicht ultra produktiv, aber come on. Es ist die zweite Uni-Woche. Und ich habe schon letzte Woche eigentlich ordentlich gearbeitet. Aber ich habe schon eigentlich gut was geschafft. Hatte jetzt noch eine Vorlesung. Und jetzt gehe ich zu einer Veranstaltung von den luxemburgischen Studenten. Also es ist... einfach in einem Café, wo wir uns öfters treffen. Let's go. Übrigens ist das mein Look. Ich laufe momentan super gerne wie ein Junge rum. Also ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie ein Boy. Es ist gut, dass ich meine Haare und mein Make-up noch mache, weil sonst wäre ich wirklich ein Boy. Es ist der nächste Tag.
morgens früh. Nein, es ist nicht der nächste Tag, es ist 2 Tage drauf. Ich habe gestern nicht gebloggt, weil ich um 3 Uhr schlafen war. Ich dachte, es wäre nur so ein casual Ding. Also ich war auch so angezogen. Also es war auch casual, also mein Outfit war nicht das Problem. An einem random Montag dachte ich, dass wir einfach bis 3 Uhr in ein Café gehen. Also wir wurden legit aus dem Café geschmissen, weil die zugemacht haben, weil es war obviously Montag. Okay. Auf jeden Fall ging es mir am nächsten Tag eben nicht so gut, sagen wir es mal so. Weil ich hatte um 8 Uhr Uni. Rat mal, wer nicht um 8 Uhr in der Uni war. Nie. Ich hatte meinen Wecker für 7 Uhr gestellt und ich muss sagen, um 8.10 Uhr bin ich aufgewacht. Und ich war gar nicht in der Lage, irgendwie, oh Gott, noch viel. Ich war gar nicht in der Lage, irgendwie da jetzt noch dem zuzuhören. Also muss ich das nachholen. Gott sei Dank. Es wird lässt sich dieser Prof filmen. Aber auf jeden Fall hatte ich dann gestern 2 Übungen und oh Gott, ich war wirklich so müde. Ich war nur so. Und danach habe ich nur geschlafen. Also eigentlich hätte ich gestern gut Zeit gehabt, Sport zu machen plus ja, ein bisschen für die Uni was zu machen. Aber jetzt muss ich das also heute nachholen. We love. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe jetzt um 8.30 Uhr eine Vorlesung Gesellschaftsrecht. Da gehe ich. Ist es Gesellschaftsrecht? Ja, Gesellschaftsrecht, glaube ich. Da freue ich mich drauf, finde ich eigentlich ganz nice. Und ich wollte euch noch zeigen, weil ihr immer nach meinen Ohrringen fragt. Also ich habe die jetzt reingemacht, die hier auch. Also die habe ich immer dran. Das ist so eine glitzernde Sicherheitsnadel. Und zwar wisst ihr, dass ich Ambassador von Annalisa bin und ich bin super, super stolz darauf und ich liebe die Marke. Guckt, hier hab ich noch von vor ein paar Monaten hatte ich den auch gekauft gehabt, also beziehungsweise mir ausgesucht gehabt. Und ich habe einen Code für euch diesen Monat und zwar lautet der NIA10. Ich zeige euch mal meine Picks für diesen Monat, aber ich liebe Annalisa. Das ist die einzige, also das sind alles Ketten aus Bulgarien, aber das ist halt die einzige Schmuckmarke, die ihr so nachkaufen könnt. Also die ich trage, weil ich kaufe eigentlich keinen Modeschmuck. Ich kaufe halt nur gute Qualität und sie sind halt drauf spezialisiert, dass sie sustainable sind. Also die Goldindustrie ist super umweltschädlich auch und sie recyceln einfach Gold und die Sachen sind top, top, top Qualität, wirklich. Ihr fragt mich immer, ja, kann man damit ins Meer gehen und so weiter. Leute, die Sachen sind alle goldbeschichtet. Ihr könnt damit machen, was ihr möchtet. Ich hasse es nämlich, Schmuck zu tragen, den man ausziehen muss die ganze Zeit. Deswegen, also das hält, das läuft nicht an, null. Also das sind zum Beispiel die Ohrringe, die ich mir diesen Monat ausgesucht habe. Dann habe ich noch diese Kreolen hier, die finde ich richtig schön. Die trage ich, glaube ich, morgen. Oh, die sind so schön. Also es kommt auch alles in so einer Pouch, in einer kleinen sustainable Verpackung, was ich auch super finde. Und dann noch so, die würden eigentlich voll gut zu meinem Pullover jetzt passen. Solche kleinen Ohrringe. Seht ihr die Farbe? Und wie gesagt, mit dem Code NIA10 spart ihr 10%. Ich setze euch den Link in die Infobox. Und große, große Empfehlung von mir. Ich habe schon alle meine Freunde damit beschenkt. Und alle finden die Sachen super. Die Qualität ist einfach top. Und die Message hinter der Brand auch. Dann gehe ich jetzt zur Uni. Ich habe halt noch letztens mit jemandem drüber gesprochen, das ist übrigens mein Outfit. Ich finde, beziehungsweise mit vielen Leuten drüber gesprochen, ich glaube, ich hätte einen anderen Style, wenn ich in einer anderen Stadt gewohnt hätte. So, ich finde, ich passe mich voll dem Pariser Casual Basic Style an, weil wir sind halt voll auf das. Ich finde besonders bei Leuten, die nach Berlin ziehen, sieht man voll krass, dass der Style sich mega verändert. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Style auch voll anders ist, seitdem ich hier wohne. Hallo, ich habe irgendwie gestern nicht mehr es geschissen bekommen zu vloggen. Heute habe ich in der Bib gevloggt und wollte euch einfach noch heute ein bisschen mitnehmen. So, ja, momentan passiert halt nicht so viel. Ich wollte euch noch schnell mein Outfit zeigen von heute.
Und zwar trage ich diesen Rock von Zara, der mir irgendwie ein bisschen zu groß ist, aber naja. Blazers von Arket. Dann das Top, das ist von Brandy Melville. Strumpfhose ist Calzedonia. Und Boots werde euch wahrscheinlich am meisten interessieren. Die sind von Massimo Dutti. Ich liebe das Outfit. Hello, ich dachte mir... Wartet. Ich muss mich mal gemütlich setzen. Ich dachte mir, ich filme jetzt, weil ich war so schlecht die letzte Woche im Vloggen, dass ich mir dachte, okay, ich filme jetzt, es sind einige Tage später und ich habe eigentlich schon einen neuen Vlog angefangen, aber ich war so, okay, let's go. Ich filme einfach ein kleines Q&A, weil ihr öfters nach Q&As und so fragt. Ich bin richtig müde, es ist 9:30. Ich bekomme halt immer total viele Fragen zu, hast du Tipps für Paris, und ich habe ein Highlight dazu auf Instagram und poste da auch immer so, wie ich bin. Ich sag's öfters in den Vlogs, aber ich antworte einfach nicht mehr auf jede Nachricht, weil es immer die gleiche Frage ist. Es ist halt einfach in meinen Highlights auf Instagram und ich hoffe, das ist okay für euch. Bist du lieber ein Study Girl oder Party Girl? Ich liebe es, feiern zu gehen. Ich würde mich jetzt nicht als Study Girl bezeichnen, aber ich bin halt so ein extrovertierter Introvert. Das heißt, ich brauche extrem viel Zeit für mich alleine. Ich absorbiere auch die Energie von vielen Leuten, deswegen kann ich nicht so viel Zeit mit Leuten verbringen. Also das ist angeblich ein Pisces, also ein Fische-Merkmal von meinem Sternzeichen. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht genug mit Sternzeichen auseinander, aber ich absorbiere sehr schnell Energien von Menschen und bin dann immer sehr schnell ausgelastet. Und ich brauche halt ultra viel Schlaf und ich kriege halt schlecht Party mit Uni kombiniert. Deswegen würde ich sagen, ich bin eine Stay-at-Home-Girl, auch wenn ich besonders hier jetzt nach Corona probiere, ein bisschen meine Studentenzeit nachzuholen. Wie geht es dir aktuell? Ich bin ein bisschen krank, ich habe Halsschmerzen, aber ich bin richtig happy hier. Klar ist es wieder eine fette Umstellung, aber ich fühle mich auch happy, wieder ein bisschen gefördert zu sein, neue Sachen zu lernen. Ich bin richtig happy mit meinen Profs. Es ist ultra, ultra viel Arbeit, aber es kommen noch einige Changes. Thema YouTube, also Hannah verlässt mich als Managerin eben. Also das hat gar keine schlimmen Gründe oder so. Hannah macht einfach hat andere professionelle Ziele und ich bin momentan in Verhandlungen mit anderen Managements und ja, ich bin eigentlich super happy, mega, mega grateful. Vermisse halt Familie, Freund und ein paar Freunde. Also meine besten Freunde sind wieder in Wien, aber ich bin auch sehr, sehr happy hier und super, super dankbar, dass ich so ein Leben leben kann. Machst du noch einen Master? Ja, ich habe vor 2 Jahren Master zu machen nach meinem Bachelor. Also ich bin jetzt... Also in Frankreich ist das Jurastudium auf Bachelor- und Master-Basis. Ich weiß, dass das in Deutschland nicht die Norm ist. Aber hier ist es auf Bachelor-Master-Basis. Und ich habe vor, in Frankreich meinen Bachelor zu machen. Meinen Master auch noch zu machen, wenn möglich. Was ist derzeit auf deiner Wishlist? Da ich mir mein MacBook jetzt gekauft habe, ist jetzt nichts mehr mit kaufen. Jetzt, seitdem ich wieder auf der Uni bin, kaufe ich einfach gar nicht. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie zu shoppen, weil ich einfach so viel zu tun habe, aber wenn was auf meiner Wishlist ist, dann ist es die Saint Laurent 5er-Sets Hobo Bag, also die neue. Ich habe die auch auf Instagram gepostet, finde ich richtig, richtig schön. Bist du noch mit deinem Freund zusammen? Die Frage bekomme ich in jedem Q&A und ja, wir sind noch immer zusammen und es kam auch die Frage, warum ich ihn nicht zeige. Keine Ahnung, mein Freund ist einfach gar nicht in diesem Ding drin. Wir sprechen nicht Deutsch miteinander, es wäre super unnatürlich, wenn wir vor der Kamera Deutsch miteinander reden würden, und er hält sich halt einfach da raus und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand sich extern in unsere Beziehung einmischt, und ich bin super happy. Also ich mache YouTube solange wir schon zusammen sind, und also wir sind schon sehr lange zusammen und alles ist super, aber wir handeln Social Media einfach beide anders und ich trenne super gerne Privates. Also ich zeige euch ja zum Beispiel auch nicht meine Familie wirklich. Ich habe eine Frage bekommen, finde ich ganz interessant, ob ich im Nachhinein froh darüber bin, dass ich jetzt über die Quarantäne so viel in Luxemburg war. Also ich bin ja aus Luxemburg und meine Eltern sind da. Ja, eigentlich schon. Also klar, ich habe das Gefühl, dass ich super viel hier verpasst habe, dass ich kein Studentenleben hatte, dass ich viel Kulturelles nicht gesehen habe. Aber ehrlich gesagt, wenn meine Uni wirklich los ist, dann, also wirklich im vollen Gange ist, dann ist Uni eigentlich so mein Leben und abends sehe ich mal meine Freunde, und das habe ich in Luxemburg auch getan, beziehungsweise eher meine Familie, als wirklich Quarantäne war. Und hier war halt Ausgangssperre 6 Uhr abends, richtig lange, und das hätte mir zu viel auf meine Psyche reflektiert. Also ich hätte mich dann sehr alleine gefühlt, weil auch die meisten meiner Freunde in Luxemburg dann waren, und keine Ahnung, um 6 Uhr, wenn du dann nicht mal einen Kaffee trinken gehen kannst,
oder sagen wir einen Cocktail oder ein Wasser oder so um 7 trinken kannst draußen, ohne dass so die Straßen leer sind, du von Polizei angehalten wirst oder was auch immer. Das finde ich halt, war halt nicht so toll. Deswegen, ja, ich finde es halt schade, aber ich bereue es nicht, dass ich die Zeit in Luxemburg verbracht habe, weil wegen Corona konnte man das jetzt nicht anders, also hatte ich es nicht anders geregelt. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Fragen. Meine neuen Nachbarn, beziehungsweise sind nicht meine direkten Nachbarn, aber die sind irgendwie da eingezogen. Das sind einfach Italiener, die sind so laut. Jetzt geht's. Man hört es einfach in meiner Wohnung immer. Das war's mit diesem Vlog. Vergesst nicht, Anna-Luisa auszuchecken. Also ich trage auch gerade wieder die Ohrringe. Ich verlinke euch die Sachen nochmal in der Infobox. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen und auch dieser Q&A-Part. Es ist ein bisschen all over the place, aber ich brauche einfach Zeit, um mich hier wieder zu organisieren. Beziehungsweise muss ich jetzt so viel mehr organisieren. Einfach so viel Social Media Work. Aber das war's mit diesem Video. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!